übergeleitet jetzt zum letzten Block unserer Diskussion, nämlich zur Funktionalisierung der Rede von Öffentlichkeit und Gesellschaft. Und ich freue mich jetzt, dass Kollege Jarren aus Zürich zu uns gekommen ist. Ja, lieber Herr Fuhrmann, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, es wird in diesem Raum und an diesem Ort sicher niemanden geben, der ernsthaft bestreiten würde, dass die Wissenschaften, zumal die Organisation der Wissenschaften, keinen Bezug zur Gesellschaft hätten. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wir wissen das alle, reflektieren diese Bezüge historisch und aktuell und in einem sehr breiten Sinne. Das Wissenschaftssystem, wir haben es heute vernommen, hat sich als ein funktionales Teilsystem der Gesellschaft institutionalisiert. Dieses Teilsystem, bestehend aus zahlreichen Organisationsensembles, steht in vielfältigsten Austauschbeziehungen, intern wie aber auch extern, also mit den Umwelten. Auf der Meso-Ebene ist eindrücklich, mit welcher Vielfalt, wie viel Zahl an Organisationstypen wir es in der modernen Gesellschaft und somit auch im Bereich von Wissenschaft und Forschung heute zu tun haben. Die funktionale Differenzierung hat allein in den letzten Jahrzehnten zu neuen Organisationen innerhalb des Bereichs Hochschulen geführt. Sie wissen das, Universitäten, es gab eine ganze Zeit schon pädagogische Hochschulen, es gibt seit geraumer Zeit Berufsakademien und neuerdings Schools, Law Schools, Business Schools, Educational Schools oder Medical Schools. Die Ausdifferenzierung ist eindrücklich und mit Sicherheit noch nicht abgeschlossen. Alle diese unterschiedlichen Organisationstypen stehen als Gruppen, also als Organisationsgruppen von Organisationen, wie auch als Einzelorganisationen, sowohl räumlich, national, international, global, als auch sozial mit sehr unterschiedlichen Gruppen in Austauschbeziehungen, vielfach auch in strengen Wettbewerbsbeziehungen zueinander. Austausch und Wettbewerb führt logischerweise zu interaktiven Beziehungen mit verschiedensten Umwelten und das in einer hohen Dynamik. Auch jenseits der Deutschen Exzellenzinitiative, die zur Herausbildung eines differenzierten Teilsegments im Bereich der Volluniversitäten beitragen wollte und will, ist faktisch längst es zu einem institutionellen wie organisationalen Wettbewerb gekommen. Allerdings hat die Exzellenzinitiative, wie übrigens aber auch Rankings oder die zahllosen Akkreditierungen, diesen Prozess jetzt erheblich in den letzten Jahrzehnten beschleunigt. Dies ist auch erkennbar an der Etablierung von Verbünden oder Ligen, zu denen sich bestimmte Hochschulen zusammenschließen, um sich abzugrenzen. Zugleich inkludieren sie damit aber weitere Umwelten und gesellschaftliche Anforderungen. Sie tendieren aber zugleich auch zu Imitationen, wenn wir genau hinschauen. Organisational begreift sich die traditionelle Universität heute gerade wieder neu. Sie prüft ihre Binnenstrukturen, die Form ihrer Leistungserbringung in Forschung, Lehre und Transfer und sie etabliert neue Angebote und damit entstehen auch weitere organisationale Schnittstellen intern. Das tut sie aber, und darauf gehe ich noch ein, eher zufällig, angetrieben durch Dritt- wie Programmmittel, da wurde gerade drüber gesprochen, aber wie ich finde, noch zu wenig reflektiert und zu wenig systematisch. Zu den neuen Angeboten gehören Graduate Schools, interne Forschungsverbünde oder Zentren und viele andere Einrichtungen mehr. Durch die funktionale, organisationale Differenzierung sollen bestimmte Leistungen besser erbracht, soll mehr Sichtbarkeit, auch Sichtbarkeit für Akteure außerhalb des Wissenschafts- oder Hochschulsystems gefunden werden. Neben der binnenorganisationalen Differenzierung werden aber auch immer mehr und immer mehr Angebote jenseits des Kerngeschäfts von Universitäten gemacht. Kinder und Seniorenuniversitäten gehören genauso dazu wie Akademien, Summer, Winter Schools für bestimmte Zielgruppen und anderes mehr bis hin zum Schülerstudium. Der Gesellschaftsbezug, so würde ich behaupten, ist in den letzten Jahrzehnten massiv gestiegen. Aus der organisational wie rhythmisch einfach strukturierten Universität der 50er, 60er Jahre, in der lange Zeit die Vorlesungszeit und dann die vorlesungsfreie Zeit das wesentliche Unterscheidungsmerkmal waren, sind ganzjährig tätige Organisationen geworden. Mit Folgen nicht nur für das wissenschaftliche Personal, aber das ist natürlich ein anderes Thema. Wichtiger ist in diesem Zusammenhang, durch diese interne organisationale Ausdifferenzierung hat sich die Zahl an intraorganisationalen Schnittstellen massiv erhöht. Aber nicht nur das, damit werden auch neue interorganisationale Schnittstellen zur Umwelt, zu den unterschiedlichsten Bereichen der Gesellschaft geschaffen. Traditionell haben die Hochschulleitungen die Beziehung zur Gesellschaft, zumal und insbesondere zur Politik, systematisch und weitestgehend allein gepflegt. Das tun sie zwar weiterhin, aber es kommen, Sie wissen, dass zahlreiche Organisationen und Akteure, die man in der Hochschule hat, dazu. Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, die Corporate Communication und anderes gehören mit dazu. Ich werde zum Schluss meines Vortrages noch darauf eingehen.
Doch neben diesen intentional und somit explizit geschaffenen Schnittstellen zur Öffentlichkeit und somit zur Gesellschaft sind mehr und mehr auch solche dazugekommen, die eben vielfach nicht explizit bewusst als Schnittstellen zur Gesellschaft gesehen werden. Schülerstudium, Seniorenuniversitäten oder Weiterbildungsangebote führen aber auch zu bestimmten Austauschbeziehungen sozialer wie auch in räumlicher Hinsicht. Ich behaupte, dass die Austauschbeziehungen zwischen Universitäten und verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen in den letzten beiden Jahrzehnten vor allem beachtlich gestiegen sind, aber ohne in den Organisationen bislang dafür ein hinreichendes organisationales Gesellschafts- oder Öffentlichkeitsverständnis entstehen zu lassen. Und dabei geht es auch um die Frage, ob man bestimmte Interdependenzbeziehungen will, wer sie organisieren soll, was die damit verbundenen Ziele eigentlich sein sollen und welche Aus- und Nebenwirkungen haben eigentlich diese vor sich hin wuchernden neuen Felder und Bereiche für das Kerngeschäft, zum Beispiel Forschung und Lehre. Und lassen Sie mich abschließend aber nur hinweisen, noch auf die Mikroebene in unseren Organisationen zu sprechen kommen. Die auf der Mesoebene bzw. der Organisationsebene zu beobachtenden Ausdifferenzierung hat massive Folgen natürlich für uns, die Rollenträger. Alle diese neuen Organisationseinheiten bedürfen des spezifischen Personals. Es müssen neue Positionen gefunden und Rollen definiert und damit auch Kompetenzen festgelegt werden. Auch die Bologna-Reform, Sie kennen das alle, hat zahlreiche solcher neuen Rollen und Funktionen nach sich gezogen. Was heißt das eigentlich für das Kerngeschäft? Was ich mit diesen Hinweisen zum Ausdruck bringen will: Das Wissenschafts- und damit auch das Universitätssystem befindet sich vor allem in den letzten zwei Jahrzehnten in einem erheblichen Ausdifferenzierungsprozess. Dieser Ausdifferenzierungsprozess, der wesentlich vom politischen System bereits ausgelöst wurde, Stichworte Auf- und Ausbau neuer Hochschultypen und damit neuer Konkurrenzbeziehungen, Auf- und Ausbau politisch induzierter Formen der Programmförderung, aber eben auch das New Public Management, um nur drei Bereiche zu nennen, hat Folgen für die Kernaufgaben in Forschung und Lehre. Die neuen ökonomischen Anforderungen an Universitäten und damit zudem auch die aufmerksamkeitsökonomischen Faktoren, die ich mit einbeziehen möchte, wurden und werden maßgeblich durch die Politik vermittelt. Denn die Politik setzt die Leitplanken rechtlich und die Politik sorgt wesentlich auch für die Grundfinanzierung und damit für die wesentlichen ökonomischen Ressourcen. Trotz dieser meines Erachtens offenkundigen Veränderung, allein im Bereich der Universitäten, fordert nun vielfach Politik, das Beispiel muss natürlich heute kommen, so beispielsweise hier in Nordrhein-Westfalen, Ihre Hochschulen auf, mehr für die Öffentlichkeit und die Gesellschaft da zu sein. Ihre vielfältigen Anforderungen an die Hochschulen, auf die noch einzugehen sein wird, sind anscheinend von der Sorge getrieben, dass es eine Art Abkapselung der Hochschulen geben könnte. In einer Rede vom 13. Juni 2013 sprach die NRW-Ministerin, von einer sogenannten Autonomiefalle, die gefährlich sei, Zitat, wenn Land und Hochschulen sich zu weit voneinander entfernen. Zitat Ende. Ich verzichte jetzt darauf, dieses Bild zu analysieren. Ich bin ja da auch nicht ausgewiesen. Interessanter ist eigentlich eher das nachzulesen, was dann im Regierungsentwurf eines Hochschulzukunftsgesetzes dort dazu erwähnt wird. Ich bringe einige Beispiele. Das Studienplatzangebot sei umzuschichten, so steht es da, weil dies der Qualifikationsbedarf am Arbeitsmarkt erfordere. Es gibt sicher einen Arbeitsmarkt auch jenseits des Nordrhein-Westfälischen, der groß ist, das will ich voller Respekt sagen, aber was wissen wir eigentlich über den Arbeitsmarkt in Zukunft? Die Entwicklungspläne der Hochschulen seien, Zitat, keineswegs automatisch kongruent mit den Anforderungen und Bedarfen des Landes, Zitat Ende. Weiß das Land, was für einen Bedarf es hat? Die Hochschulen hätten, Zitat, den Nachhaltigkeitsauftrag des Landes in individuell hochschuladäquater Weise in den Ordnungen und der Binnenorganisation der Hochschulen umzusetzen, Zitat Ende. Das heißt, zudem müssen Lehraufträge sachgerecht und fair, insbesondere hinsichtlich ihres Umfangs, verteilt werden, Zitat Ende. Ich habe das alles mal gelesen, Sie merken das. Hochschulen hätten, so heißt es dort auch, Zitat, ihren Beitrag zu einer nachhaltigen und friedlichen Welt zu erbringen, Zitat Ende. Es lassen sich viele, das wissen Sie, allgemeine weitere Anforderungen, so bezüglich Transparenz, Personalmanagement, der Zusammensetzung in internen wie externen Gremien, der Etablierung eines effektiven Gesundheitsmanagements und so weiter, in diesem Entwurf finden. Ich muss sagen, dass ich Ihre landesweiten Kritik und Ihre Irritation über diesen Vorschlag durchaus verstehen kann. Je mehr Texte man liest,
das so irritierte Istmann. Dieses Gesetzesvorhaben steht im Übrigen in großer Nähe zur Forschungsstrategie Fortschritt NRW, das heißt so. Ich kann auf dieses Programm aus Zeitgründen hier nicht näher eingehen, wenngleich sich das auch lohnen würde, denn dort kommen auch sinnvolle Fördermaßnahmen vor, wie Freiraum für Forschung NRW, das heißt auch so, oder die sogenannten Fortschritt-Kollegs. Allerdings werden nun auch dort große gesellschaftliche Herausforderungen, allüberall die Grand Challenges, postuliert. Und es wird für das Land Nordrhein-Westfalen davon gesprochen, dass es nun in der Forschung darum ginge, sich auf Leitmärkte zu konzentrieren. Den Begriff kannte ich noch nicht. Ich fasse zusammen. Liest man die offiziellen Reden und Dokumente zur nordrhein-westfälischen Forschungs-, Wissenschafts- und Hochschulpolitik, das habe ich in den letzten Wochen getan, so findet man das, was man in den meisten politischen Texten findet. Insoweit ist das politiküblich und ungefährlich. Problematisch wird es aber dann, wenn die Legitimationsquellen von Forschung und Wissenschaft allein mit dem Staat verbunden sein sollen. So heißt es in der Begründung zum Entwurf des Hochschulzukunftsgesetzes, wieder Zitat, im nicht-akademischen, ehemals staatlichen Bereich wird das Handeln der Hochschulen daher durch vom demokratisch legitimierten Staat erlassene Rahmenvorgaben demokratisch stärker legitimiert. Auch hierdurch wird das Hochschulgeschehen insgesamt verfassungsnäher. Zitat Ende. Was ist jetzt hier eigentlich das Hochschulgeschehen und was meint man eigentlich mit verfassungsnäher? Durch die mit dem Gesetz politisch gewollte Ausdehnung von Regelungsbereichen, die ich versucht habe anzudeuten und auch erwähnt habe, die scheinbar jenseits der Kernfunktion wie der Kernleistung der Hochschulen sind, also Forschung und Lehre, wird aber direkt in Forschung und Lehre eingegriffen. Um diesen formal juristisch indirekten Eingriff zu legitimieren, wird mit Anforderungen aus Öffentlichkeit und Gesellschaft in den Begründungspapieren argumentiert. Politik selbst ist es also nicht, die zu uns spricht oder von den Hochschulen etwas fordert, sondern bedient sich Dritter. Das ist Hochschul- und Wissenschaftspolitik, erlauben Sie mir die Polemik aller Harz. Die von Politikern beschlossenes Programm trägt nicht den Namen Schröder oder SPD, sondern muss unter einem fremden Titel daherkommen. So aber, diese Bemerkung sei mir hier an dieser Stelle erlaubt, delegitimiert man möglicherweise auch demokratische Politik. Ich komme zum Schluss. Was sind die Gründe für die als Funktionalisierung der Rede von Öffentlichkeit und Gesellschaft im Kontext politischer Reden und politischer Vorhaben zu ermittelnden Argumentation? Da muss man ja fragen, warum es dazu kommt. Ich denke, die Einforderung von Gesellschafts- und Öffentlichkeitsbezug ist grundsätzlich legitim. Und wie dargestellt, haben insbesondere auch die Universitäten in diesem Feld zahlreiche, wenn nicht gar vielleicht sogar schon zu viele, Aktivitäten bereits entfaltet. Ich sehe eine Reihe von Gründen, weshalb die Politik nun dennoch weiter und verstärkt und sogar im Detail, bis ins Detail verliebt sogar, Forderungen nach einem konkreten Mehr an Öffentlichkeits- und Gesellschaftspolitik aufstellt. Es ist nämlich nicht mehr allein der Wunsch nach Bezug auf Gesellschaft, sondern neu wird Dienlichkeit, dies zeigt sich vor allem am nordrhein-westfälischen Gesetz, verlangt. Neben der althergebrachten Forderung nach Nützlichkeit, über die immer gestritten werden kann, und das haben wir gerade gehört, kommt also neu Dienlichkeit hinzu. Was sind die Gründe für diesen Wunsch? Erstens, ich schließe da auch an Herrn Stichwey an. Erstens, das Wissenschafts- und Forschungssystem hat sich stark ausdifferenziert, auch aufgrund politischer Vorgaben und Zielsetzungen. Die von der Politik erzeugte Komplexität mit ihren Eigendynamiken will das politische System nun wieder oder dennoch gesamthaft betrachten, gestalten oder sogar zumindest teilweise steuern können. Beides geht nicht und dazu muss man kein Systemtheoretiker sein. Ein Zurück gibt es nicht, aber die Politik will wohl Handlungsfähigkeit demonstrieren, wie sie es ja auch in anderen Politikfeldern verstärkt macht, ohne aber über den Ansatz wie die Instrumente einer Globalsteuerung noch zu verfügen. Also wird symbolisch agiert und mit der Öffentlichkeit allgemein argumentiert. Das Wissenschafts- und Forschungssystem ist zudem längst nicht mehr orientiert auf landespolitische Willenserklärungen. Die Landespolitik weiß natürlich darum und fordert sogar zur Einwerbung von Drittmitteln, logischerweise Bundes- oder EU-Mittel sogar auf. Durch die Anforderung, dem Land doch bitte dienlich zu sein, wird eine zwar unspezifische, aber doch letztlich materielle Forderung erhoben, die zur Disziplinierung benutzt werden kann oder könnte. Das ist dann vor allem der Fall, wenn Politik verschweigt, was sie wirklich vorhat,
so wenn sie Anforderungen aus der Gesellschaft oder der Öffentlichkeit vorgibt und vermittelt. Die symbolische Forderung wird dann zu einer unbestimmten Drohung und lässt vielleicht erklären, warum es so viele sensible Reaktionen aufgrund dieser politischen Initiative gegeben hat. Zweitens, Politik verspricht Lösungen, einmal mehr, einmal soll mehr Demokratie gewagt werden, jetzt soll mehr Nachhaltigkeit erreicht werden. Beiden Ansprüchen kann man als Gesellschaftsmitglied sicher etwas abgewinnen. Aber hat das etwas mit Wissenschaft, Forschung und ihren Institutionen im Kern zu tun? Durch die Formulierung von politischen oder gar gesellschaftlichen Ansprüchen über die Politik wird aber Wissenschaft und Forschung zumindest partiell funktionalisiert. Herr Strohschneider hat auf diese Punkte vorhin gerade sehr deutlich aufmerksam gemacht. Sie möge, die Wissenschaft, bitteschön einen Beitrag zur Lösung der von der Politik wahrgenommenen oder behaupteten Probleme leisten. Die Great Challenges, von der Politik behauptet, kann eben die Politik nicht lösen. Mit dem Einbezug von Wissenschafts- und Forschungsorganisationen erfolgt deren Mitbeteiligung und somit auch möglicherweise deren Mitverantwortung an Problemlösungsversuchen. Mit den üblichen und bekannten Risiken, auch und gerade und insbesondere für die der Wissenschaft. Drittens, Steuerung von komplexen Systemen ist bekanntlich schwierig, vielfach sinnlos, auf alle Fälle mit Aus- und Nebenwirkungen verbunden, die zumeist vorgängig nicht abgeschätzt werden können. Aber es sind nicht nur die Steuerungsprobleme, es gibt auch ein Beobachtungs- wie auch ein Selbstbeobachtungsproblem. Das Beobachtungsproblem werde ich jetzt kurz auf die Politik spiegeln, die Selbstbeobachtungsprobleme gegenüber der Universität oder dem Wissenschaftssystem markieren. Die Politik hat ein Beobachtungsproblem. Das Wissenschafts- und Forschungssystem insgesamt, so in einem großen Bundesland wie NRW, lässt sich immer weniger systematisch erkennen, erfassen und beschreiben. Formal kann man Organisationen abbilden und mit Kennzahlen dokumentieren, aber wie tief kann man das? Welche Kennziffern liegen vor? Welche werden gebraucht? Welche werden wozu benutzt? Vor allem, wo sind Daten zu den Interdependenzbeziehungen? Darum, wo es ja geht, um diesen Gesellschaftsbezug, den man hier stellen will. Wo liegen die vor? Was weiß die Politik empirisch über den Arbeitsmarkt und die Ausbildungs- oder Nicht-Ausbildungsleistung von Hochschulen? Politik fordert ein, verfügt aber auch hier über kein solides Wissen und könnte Wirkung eigentlich nicht wirksam erkennen oder erfassen. In anderen Sektoren, in denen die Ministerialbürokratie überfordert ist, so im Verkehrs-, Medizin- oder Kommunikationssektor, agieren heute zumeist Regulierungsbehörden. Man muss sich nicht, damit Sie mich nicht missverstehen, über diese Akteure, Regulierungsbehörden, darf man durchaus unterschiedlicher normativer Haltung sein, aber diese verfügen faktisch über eine Vielzahl an Wissen, marktnahen Wissen über die Akteure, die sie betrachten. Im Bildungsbereich, einer normativen Domäne der deutschen Bundesländer, einer der wenigen, die sie noch haben, agiert deshalb immer noch die Ministerialbürokratie. Wie ist es aber um die Qualität der Beobachtung bestellt? Und damit bei der Beobachtung komme ich zur Selbstbeobachtung. Damit ist auch die Selbstbeobachtung der Wissenschaft indirekt angesprochen. Diese wird unter anderem durch den Wissenschaftsrat aus meiner persönlichen Sicht in der Bundesrepublik Deutschland in überzeugender Weise so auch orientiert auf die Politik geleistet. Was aber leisten Universitäten als Einzelorganisation oder die Universitäten eines Bundeslandes oder einer bestimmten Ausrichtung an Selbstbeobachtung? Selbstbeobachtung aber ist nötig, wenn man die Selbststeuerung erhalten oder die Selbststeuerungskapazitäten erhöhen will. Und das muss man, zumal dann, wenn man autonom sein will. Und die Ergebnisse der Selbstbeobachtung müssen einerseits intern publiziert und diskutiert, also verhandelt werden. Nur dann kann meines Erachtens Orientierungswissen aufgebaut werden, das die Möglichkeiten der Selbstorganisation erhöht. Hier sehe ich bei den Universitäten noch einen erheblichen Nacharbeitungsbedarf. Vierter und abschließender Punkt. Die Beobachtung, und das scheint mir der wichtigste zu sein, die Beobachtung durch Dritte ist dann ein weiterer relevanter Faktor für die Fähigkeit zur Autonomie und zur Selbststeuerung, ja und spitze zu, für die gesellschaftliche Achtung und Anerkennung, insbesondere von Universitäten. Auch für die Universitäten ist die Wahrnehmung durch Externe wie Journalistinnen und Journalisten, die unabhängige Eindrücke an die Gesellschaftsmitglieder vermitteln, von zentraler Bedeutung. Universitäten spiegeln sich in der Öffentlichkeit, erhalten Bewertung und Wahrnehmung durch unabhängige Dritte, vor allem das, was der Journalismus generiert. Diese mediale Darstellung ist, zumal auch für Politikerinnen und Politiker, höchst relevant, weil sie nach wie vor weitgehend über die Medien gesellschaftliche Teilbereiche nur beobachten.
Mit der Finanzierungskrise der Massenmedien, zumal der Qualitätsmedien, das ist meine Befürchtung, werden auch das Wissenschafts- und das Kultursystem in der Bundesrepublik Deutschland in eine neue Problemlage kommen, übrigens auch in anderen europäischen Ländern. Allgemeiner formuliert, die Wahrnehmung und Kritik von Wissenschaft, Forschung oder Kulturleistung ist maßgeblich dafür, dass diese gesellschaftlichen Bereiche, die vielfach nur von Eliten oder kleinen Gruppen unmittelbar wahrgenommen und beurteilt werden können, gesamtgesellschaftliche Sichtbarkeit und damit Anerkennung erfahren. Diese Anerkennung ist dann zwingend und nötig, wenn öffentliche Mittel benötigt werden. Das gilt zumal dann, wenn öffentliche Mittel für Wagnisvorhaben, sei es in der Kultur, sei es in der Forschung, erwünscht sind. Die Krise der Qualitätsmedien wird, so meine abschließende Bemerkung, dann zu einer Legitimationskrise der genannten Bereiche führen. Auch deshalb müssen sich die Organisationen im Bereich der Wissenschaft und Forschung bewusst sein, dass sie es selbst sein müssen, um Gesellschafts- und Öffentlichkeitsbezug herzustellen. Sie selbst müssen agieren, um zu entscheiden, welchen Gesellschafts- und Öffentlichkeitsbezug sie herstellen wollen. Dann, aber nur dann, kann man der politischen Rede, die Öffentlichkeits- und Gesellschaftsbeobachtung rhetorisch nur postuliert, um die Organisation des Wissenschaftssystems zu beeinflussen, etwas Sinnvolles und Hartnäckiges entgegensetzen. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Jahren. Wir diskutieren den Beitrag gleich zusammen mit dem Beitrag von Hans-Georg Söffner, der vielen Funktionen, aber auch hier jetzt als Senior Advisor dieser Universität tätig ist und einen Vortrag gewählt hat mit einem Titel, von dem manche Rektoren zumindest nachts dann träumen, Wissenschaft als Lebensform. Hans-Georg, du hast das Wort. Ja, vielen Dank für die Einladung. Jürgen Fuhrmann hat mich wahrscheinlich deswegen ans Ende gestellt, weil etwas völlig anderes kommt und als das, was wir bisher gehört haben. Man könnte, weil Monty Pythons jetzt wieder aufgetreten ist, eben den Monty Python-Satz nehmen und nun zu etwas völlig anderem. Wissenschaft als Lebensform. Hier geht es mir darum, in einem relativ riskanten Überblick zu zeigen, dass Wissenschaft in einem Verlaufsstadium von etwa 2500 Jahren einen Habitus entwickelt hat, der von uns, du hast es in Träumen eventuell genannt, eingenommen wird, der aber in Konkurrenz steht zu anderen Habitusformen. Und moderne Gesellschaften, wir haben uns nicht abgesprochen, Herr Stichwür und ich, moderne Gesellschaften zeichnen sich dadurch aus, dass unterschiedliche Rollen eingenommen werden können. Bei mir steht im Hintergrund Max Weber mit seinen beiden Aufsätzen, Politik als Beruf und Wissenschaft als Beruf. Aber man könnte in modernen Gesellschaften, müsste sagen, Sport als Beruf, Recht als Beruf, Wirtschaft als Beruf und so weiter. Das hat sich enorm erweitert, aber es bleibt eine Enklave, auf die ich heute zu sprechen kommen will, nämlich Wissenschaft als Haltung. Max Weber und Alfred Schütz haben gemeinsam, aber auf unterschiedliche Art und Weise darauf hingewiesen, dass diese Haltung, Wissenschaft, bei Schütz heißt das unter Umständen so etwas wie eine spezifische Bewusstseinsspannung hervorbringen. Bei Schütz heißt das, Kunst bringt so etwas hervor, Wissenschaft hat eine spezifische Bewusstseinsspannung, Politik hat eine spezifische Bewusstseinsspannung. Wodurch zeichnet sich nun die Bewusstseinsspannung der Wissenschaft aus? Und bei Alfred Schütz heißt das sehr klar, die zeichnet sich dadurch aus, dass sie von der Alltagspraxis entlastet ist. Wir wünschen uns das, das ist der Traum. Dass sie nicht praktisch unmittelbar handeln muss, dass es keinen unmittelbaren Handlungs- und Nutzzwang gibt. Und dieses erzeugt eine Bewusstseinsspannung, und damit bin ich bei meinem ersten Teil, den man mit dem der Muse vergleichen kann. Und es ist kein Zufall, dass am Anfang der Entwicklung der Wissenschaften die Akademie steht, die griechische Akademie. Und ich sage nochmal, wir sprechen hier nicht nochmal, zum ersten Mal leider, wir sprechen von der okzidentalen Wissenschaft. Wir sprechen von einem Kulturprodukt, das in Europa entstanden ist, das von anderen Weltregionen nicht geteilt wird. Bei Max Weber findet sich die schöne Feststellung, es ist ein kulturspezifisches Produkt des Okzidents, nach Wahrheit zu forschen, unabhängig von Religion, Kosmologien und anderem. Und dass das ein kultureller Wert sein soll, muss nicht von anderen Kulturen geteilt werden.
Vor dieser Problematik steht jeder von uns, der mit anderen Kulturen zu tun hat und der sich mit dem, was ich jetzt vortragen werde, herumschlagen muss, mit dem Wahrheitsbegriff des Okzidents, der nicht von anderen Kulturen unter Umständen geteilt wird. Am Anfang steht die Akademie. Und die griechische Akademie hat sich durch Distanz gekennzeichnet. Das waren politische Menschen, aber um für die Politik sinnvoll arbeiten zu können, haben sie sich von ihr distanziert und zurückgezogen. Das hält an bis in die römische Tradition. Cicero, Anwalt, Politiker, Schriftsteller, hat sein Tusculum, Rückzugsgebiet. Hier entsteht so etwas wie eine wissenschaftliche Haltung gleich am Anfang durch Distanz. Und es entsteht gleichzeitig so etwas, Peter hat darauf hingewiesen, wie eine Art Aufforderung zum Zweifel. Das ist von Anfang an da, bei Sokrates, wir wissen das alle, ist das ein Standardgebot. Es geht aber bei Platon weiter, geht bei Aristoteles weiter und hält sich durch. Das ist ein methodischer Zweifel, der am Anfang steht. Als zweite Stufe, würde ich sagen, steht dann die Aufklärung, die zu diesem methodischen Zweifel, den es bis dahin schon gibt, weil sie an den Gottesbeweisen gearbeitet hat, zwei Zweifel verbindet, den methodischen Zweifel und eine Art existenziellen Zweifel, den das Christentum in die Aufklärung, auch wieder Okzident, reingeschleppt hat. Der existenzielle Zweifel ist in dieser Religion tief verankert, in dem berühmten Ausspruch des Gottessohnes, ich muss es gar nicht zu zitieren, also ein Zweifel, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wie ein Gott, der an sich selbst zweifelt, ist ein Alleinstellungsmerkmal der christlichen Religion. Das ist ein Zentrum natürlich auch für die Aufklärung. Hier kommt es zusammen in der Aufklärung. Und in der Aufklärung entsteht auch das Projekt, das ich dann im zweiten Teil zu sprechen kommen will, das Projekt der Moderne. Ein sehr optimistisches Projekt. Dieses Projekt steht aber im Widerspruch zu der dritten Stufe, die Max Weber schon begonnen hat, die wir heute auch diskutieren, einem Wissenschaftsbegriff und einer wissenschaftlichen Haltung, die anders als die Aufklärung nicht mehr daran glaubt, dass es so etwas gibt wie die Lösung von Sinnfragen, also Verbindung von Wahrheitsfrage und Sinnfragen, die Lösung von Sinnfragen durch die Wissenschaft. Die Aufklärung hatte die Lösung von Sinnfragen auf philosophischem und erkenntnistheoretischem Weg zerstört mit der Widerlegung der Gottesbeweise. Es fängt früh an und bei Kant ist es am konsequentesten gemacht. Aber die letzte Stufe, von der ich heute sprechen will, die moderne Wissenschaft, zeichnet sich eben dadurch aus, dass sie nicht einmal die Sinnfrage selbst als solche zu behandeln wünscht. Das ist nicht ihr Problem. Sondern sie ist eine Wissenschaft, die jenseits dieser Fragen steht. Und auch da zitiere ich Max Weber, er definiert Kultur und ich übertrage seine Kulturdefinition auf die Wissenschaften. Auch die Wissenschaften oder die Erkenntnisse der Wissenschaften sind wie die Kultur, ich zitiere ihn, ein von Verstandung des Menschen aus mit Sinn und Bedeutung bedachter endlicher Ausschnitt aus der sinnlosen Unendlichkeit des Weltgeschehens. Das ist die wissenschaftliche Haltung auch der Gegenwart, das heißt ein Verzicht auf Sinnsuche und Sinnzumessung in einem kosmologischen oder religiösen oder ideologischen Sinn. Und das ist natürlich auch die Funktion von Wissenschaften, möglichst ideologiefrei, möglichst kosmologiefrei, möglichst sinngebungsfrei zu arbeiten. Es ist ganz interessant, dass Tolstoi genau aus dieser Sicht des Sozialreformers und Schriftstellers erklärt hat, Wissenschaft ist sinnlos. Er hat recht aus seiner Perspektive. Und das muss man eben konzidieren. Sie ist also die Wissenschaft, und das trifft für unsere Haltung zu, keine Nachfolgerin der Religion. Sie mehrt weder das Glück der Menschheit noch das Glück der Forscher. Sie ist auch kein Weg zur Wahrheit des Lebens. Und sie ist, mit Hans Blumenberg zu sprechen, als moderne Wissenschaft, eine Wissenschaft, die sich ihre Fragen selbst suchen, selbst stellen und wenn sie Glück hat, selbst lösen muss. Das ist etwas völlig anderes als das, was wir im zweiten Teil behandeln werden, nämlich den Versuch, diesen wissenschaftlichen Gewinn,
der modernen Wissenschaftshaltung und Wissenschaftsdefinition wieder rückgängig zu machen. Du hast es genannt durch Entdifferenzierung. Dadurch, dass man das, was bis dahin geworden ist, letzten Endes wieder stört. Bei Kant war es noch so, ich erinnere an die drei Fragen, dass die Aufklärung dieses Projekt noch hatte. Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Sind die drei Fragen. Die allerdings bei Kant auf eine relativ typische Art und Weise systematisiert werden. Er stellt sie nämlich nicht alle hintereinander, sondern er ordnet sie seinem Wissenschaftssystem zu. Die Frage, was kann ich wissen, ist eine Frage, die die Erkenntnistheorie lösen soll. Und da gibt es klare Grenzen, fast sokratische Grenzen. Die Frage, was soll ich tun, die behandelt er in der praktischen Vernunft und in der Kritik der Urteilskraft. Also im Bereich der Ethik mit den entsprechenden Einschränkungen und mit einer Formulierung des kategorischen Imperativs, die wir alle mehr oder weniger kennen. Er hatte 5 bis 7 Formulierungen dafür gefunden. Es ist die goldene Regel, die hat aber keine Inhalte, das ist das Spannende an ihr. Verhalte dich so, dass sie dein Handeln als Maßgabe für das Handeln anderer dienen kann. Oder was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt keinem anderen zu. Das ist aber keine normative Vorgabe im klassischen Sinn, kein Tugendkatalog. Und die dritte Frage, was darf ich hoffen, die behandelt er durchaus utopisch. Die taucht nämlich auf in der Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht. Das heißt, Kant ist klüger als die im nachfolgenden Wissenschaftler, die das Projekt der Moderne verteidigen wollen. Er weiß, für welchen Bereich welche Frage gestellt werden kann, und er benennt die Grenzen der Antworten, die auf diese Fragen kommen können. Heute sind wir, und damit bin ich beim zweiten Teil, in einer merkwürdigen Phase. Das Projekt der Aufklärung wird fortgesetzt, das Projekt der Moderne, aber in Anlehnung an eine alte Diskussion aus den 70er, 80er Jahren würde ich sagen, das ist eine demokratietheoretisch halbierte Aufklärung. Ein demokratietheoretisch halbiertes Projekt der Aufklärung. Denn die demokratische Wissenschaft, wenn man sie so nimmt, die wird, wenn man die Vorgaben, die wir jetzt mehrfach diskutiert haben, die Sie noch mal sehr deutlich am Gesetz praktisch vorgeführt haben, diese Wissenschaft, die wir bisher unabhängig gesehen haben, die wird nun unter ein Vorzeichen gestellt, und zwar unter ein politisches Vorzeichen. Und das Vorzeichen eines politischen Systems, von dem wir nie wissen, noch nicht wissen, wie es ausgeht. Ganz abgesehen davon, dass es nicht die Demokratie, sondern viele Demokratien gibt und dass Demokratie keine Staatsform, sondern ein Projekt ist mit einer gewissen bzw. ungewissen Zukunft. Aber die Gewissheit zu glauben, dass wir die allgemeinen Prinzipien dessen, was demokratisch sein soll, schon kennten, steckt nun dahinter. Hier würde ich sagen, findet so etwas statt, wie die, auch Max Weber, die Umstülpung eines Denkraums in eine Weltanschauung im Bereich der Wissenschaft. Und die partizipative Wissenschaft macht eben dies. Sie kommt damit in ein Dilemma, das Bourdieu beschrieben hat für die sogenannte teilnehmende Beobachtung. Die Frage ist nämlich, woran nehme ich teil? Ich kann mich nicht ausklammern als Wissenschaftler und auch politischer Bürger und möglicherweise auch als Sportler. Ich kann mich nicht ausklammern aus der historischen Problemsituation, in der ich lebe, aus den Krisen, die ich miterlebe, aus meiner Generation, aus dem politischen System, in dem ich bin. Aber es muss eine Art methodischer Verweigerung geben der Teilnahme an bestimmten Interessenvertretungen und den damit verbundenen Denkmustern. Das sind die beiden Varianten, Teilnahme und Nichtteilnahme. Bourdieu hat für die teilnehmende Beobachtung in unserer Disziplin gesagt, das ist ein Unding, das gibt es eigentlich gar nicht. Jedenfalls müsste man sich klar machen, welche Probleme dann entstehen. Die schönste Formulierung für das, was Wissenschaft machen müsste, habe ich bei Sigmund Baumann gefunden. Der benutzt das Bild für den Wissenschaftler, der relativ parteilos ist, so, dass er sagt, man sitzt rittlings auf den Barrikaden. Da nicht und da nicht. Aber hoch genug, um mehr zu sehen als andere. Und das ist, denke ich, das Entscheidende,
was man lernen muss und was man beherzigen muss, wenn man mit der gegenwärtigen Situation, und ich halte diese Situation für eine Bedrohung, einigermaßen gut fertig werden will. Denn das Riskante bei dieser Forderung nach mehr Demokratie oder mehr Partizipation durch andere Gruppen, wogegen ich im Prinzip sowieso nichts habe, wir sind plural organisiert, das heißt, es gibt keine Enklave der Wissenschaft. Darüber waren sich alle Redner einig und das gilt auch für mich, auch da bin ich einig. Das ist nicht das eigentliche Problem, sondern das Problem besteht darin, dass man mit einer Art verbeamteten, darauf komme ich später nochmal, verbeamteten Wissenschaft, dazu gehöre ich ja auch, inzwischen allerdings als Emeritus, dass die verbeamtete Wissenschaft immer das Problem hat, die Verbeamtung, die Struktur der Verbeamtung mit ins Denken zu ziehen. Oder mit wiederum Max Webers Bildern zu sprechen, aus einem Geistesaristokraten könnte dann leicht ein Geistesbürokrat werden. Und wenn ich mir jetzt die Gesetzgebung ansehe, dann hat man exakt das, was Herr Jarren vorgetragen hat, eine Geistesbürokratie. Ich will nicht mal sagen Ungeistesbürokratie, das läge ja auch noch nahe, das könnte man ja nun auch noch behaupten. Aber zunächst mal würde ich sagen, es liegt dann bei einer Geistesbürokratie und damit mit Weber gesprochen, ist man natürlich in einen Interessenverband eingebunden, der genau das, was die wissenschaftliche Haltung eigentlich verhindern wollte, wieder einsetzt. Hier wird nämlich Wissenschaft dann nicht mehr als Mittel betrieben, auch in der Wissenschaftspolitik nicht mehr, sondern als Zweck. Und das ist auch etwas, was wir schon diskutiert haben. In dem Augenblick, in dem Wissenschaftspolitik oder Politik als Wissenschaft als Zweck betrieben wird, ändert sich der Begriff sozusagen der Freiheit von Wissenschaft und Forschung. Dann ist man in einer Interessengruppe, die man selbst vertritt, aber man vertritt sie nicht mehr in der wissenschaftlichen Haltung, sondern als Interessengruppe, als eine Interessengruppe unter vielen. Und wenn ich mir die Verlautbarung der Helmholtz-Gesellschaft, Leibniz-Gesellschaft ansehe, dann erkenne ich sehr deutlich, dass man sich hier als Interessenvertretung positioniert. Das ist auch gut und richtig für diese Gesellschaften als Gesellschaften, steht aber im krassen Widerspruch zu dem, was ich als wissenschaftliche Haltung gern noch pathetisch retten würde. Dazu gehört im Übrigen auch der Vorwurf, der mir dann automatisch gemacht wird, wenn ich mit diesem fröhlichen Pathos oder mich noch zu diesem fröhlichen Pathos noch traue, dass man mir dann sagt, das ist ja typisch die Elfenbeinturmposition. Vielleicht darf man daran erinnern, dieses Bild vom Elfenbeinturm stammt von Saint-Beuf und war überhaupt nicht auf die Wissenschaft bezogen, sondern auf Alfred de Vigny und die Kunst, auf die Autonomie der Kunst und die Unabhängigkeit der Kunst, da entsteht der Autonomiebegriff, auf den Sie schon angesprochen haben. Und dafür war der Elfenbeinturm nötig als Abkapselung von der Gesellschaft. Und in diesem Sinn, nicht in der negativen Funktion, hat der Elfenbeinturm nach wie vor einen Sinn. Man kann also daraus folgen, die Freiheit von Forschung und Lehre und die Verweigerung der Anerkennung von gesellschaftlichen Relevanzvorgaben, die verderben den Charakter eines Wissenschaftlers nicht, sondern zweifelhafte Charaktere und verbeamtetes Wissen. Das ist die eigentliche Gefahr für die Autonomie und für den Autonomieanspruch der Wissenschaft. Damit bin ich beim letzten Punkt. Und der ist so, das hat mich irgendwie gefreut, in allen Vorträgen mehr oder weniger schon genannt worden. Ich versuche das nur noch mal zusammenzufassen. Der dritte Punkt heißt, funktionale Paradoxien der Autonomie, der Wissenschaft und der wissenschaftlichen Haltung. Diese funktionalen Paradoxien nenne ich mal der Reihe nach, aber ich will zunächst mal sagen, die Hochschulen und die wissenschaftlichen Organisationen kann man als späte institutionelle Absicherung der wissenschaftlichen Haltung begreifen. Das heißt also zunächst mal als etwas, das geschaffen worden war, um die Distanz, die nötige Distanz beibehalten zu können. Dass da das Gegenteil heraus werden kann und manchmal auch schon geworden ist, spricht zunächst mal nicht gegen diesen Versuch, das institutionell abzusichern, was ich vorhin beschrieben habe, was sich Cicero leisten konnte und die griechische Akademie und auch die Klöster, aber andere Gruppierungen nicht. Was sind nun die Paradoxien? Zunächst mal die erste,
Der gesellschaftliche Sinn und der gesellschaftliche Sinn des wissenschaftlichen Handels kann nicht und darf nicht durch die Gesellschaft, wer immer das ist, und gesellschaftliche Gruppen definiert werden. Und das ist die erste Paradoxie. Kann und darf nicht, sonst funktioniert die wissenschaftliche Haltung nicht und die Wissenschaft als Wissenschaft nicht. Zweite Paradoxie, der gesellschaftliche Nutzen der Wissenschaft besteht in ihrer Nutzenneutralität. Da hast du schon darauf hingewiesen. Drittens, der gesellschaftliche Zweck der Wissenschaft liegt in ihrer Zweckfreiheit. Und aufgrund dieser Paradoxien kann Wissenschaft für das menschliche Leben und für gesellschaftliche Lösungen tätig werden, denn dann kann sie besondere Leistungen zustande bringen. Ich nenne einige dieser Leistungen. Die Überwindung vertrauter und dadurch kaum mehr bezweifelter und daher hochriskanter Denkmuster. Das, was wir vorhin gehört haben, dass von der EU über den Bund bis in die Länder der gleiche Diskurs, Nachhaltigkeitsdiskurs, ökologischer Diskurs und ähnliches mehr geführt wird und dass wir vor 10 Jahren einen anderen Diskurs hatten. Das heißt, die Freiheit, sich zu lösen von diesen Denkmustern, haben wir nur in der gehörigen Distanz. Die weitere Leistung, die hängt eng damit zusammen, ist die Entmythologisierung von Weltbildern, Ideologien und Sinnmaschinerien. Die Wissenschaft ist eben keine Welterklärungswerkstatt, sondern das pure Gegenteil. Nächste ist die Methodisierung des Zweifels, da hast du schon darauf hingewiesen, auch gegenüber den eigenen Paradigmen. Nur dann funktioniert Wissenschaft autonom. Die Freisetzung von Denkoptionen gehört dazu, von Probehandlungen und von Scheitern. Und damit die Erarbeitung von Chancen zur Entdeckung des Neuen, des Unwahrscheinlichen, des bisher noch nicht Gedachten. Dafür hat sich die moderne Gesellschaft dieses Wissenschaftssystem beziehungsweise diese Wissenschaft, die wissenschaftliche Haltung geleistet. Die ist teuer in dieser Hinsicht, aber sie funktioniert nur so. Und der Nutzen, der paradoxale Nutzen, besteht exakt in der Zweckfreiheit und der Nutzenfreiheit, die die wissenschaftliche Haltung zustande bringen kann. Die Entdeckung des Neuen verdankt sich 3 Dimensionen des Zweifels. Erstens, das hatten die Griechen schon, so ein positiver Zweifel bei Sokrates und Platon, Neugierde. Zweite, vor allen Dingen in der modernen Wissenschaft, der aufklärerischen Wissenschaft entwickelt, Methodisierung des Zweifels, ausgedrückt im Falsifikationspostulat. Da ist es massiv und das ist ein großer Teil. Drittens habe ich genannt einen synthetischen Zweifel a priori. Man wird Kant nie los, wenn man ihn einmal studiert hat. Das ist die Konstruktion von Offenheit und zwar in einer Art und Weise, in der das Unwahrscheinliche dann tatsächlich auch gedacht werden kann. Das heißt, Wissenschaft hat keinen E-Mail-Kontakt zu den Göttern, sondern ist so sortiert, dass sie sich eben diese Freiheit nimmt und nehmen muss, das auch zu denken und scheiternd zu denken, was bisher noch nicht gedacht worden ist. Das Interessante ist, wenn man an dieser Stelle ist, dass, das ist von einem Kollegen, der jetzt nicht mehr da ist, vorhin schon genannt worden, dass Wissenschaft, obwohl Wissen der zentrale Begriff ist, eine Kategorie enthalten muss, die ich jetzt gerade mit dem Neuen auch erwähnt habe und mit der Offenheit erwähnt habe, nämlich Fantasie. Und von Einstein, ausgerechnet von Einstein, was heißt ausgerechnet, gerade von Einstein, da ist es ja besonders plausibel, stammt ja das Bonmot, dass auf Wissen es auch ankäme, aber Wissen sei eigentlich gar nicht so nötig, das sei nämlich begrenzt. Fantasie sei entscheidend für die Wissenschaft, die sei nämlich unbegrenzt. Und das betrifft nun tatsächlich das, was wissenschaftliche Haltung ausmacht. Damit bin ich eigentlich wieder am Anfang, denn die sokratische Ironie, mit der ich begonnen habe, die besteht ja in dem Satz, den alle zitieren, aber meistens falsch zitieren, ich weiß, dass ich nichts weiß. Das hat er aber nicht gesagt, er hat gesagt, ich weiß, dass ich nicht weiß. Und die sokratische Ironie kommt dadurch zustande, dass Sokrates den Alltagsmenschen, den Politikern, seinen Schülern, wem auch immer, dem er begegnet in den unterschiedlichen Dialogen, so hinterlistig
zustimmende Fragen stellt, dass am Ende dieses Fragenprozesses der Befragte zugeben muss, er weiß, dass er nicht weiß. Erst im zweiten Schritt werden dann Versuche bei Platon, der Ideenlehre oder anderes entwickelt, aber eben mit dem klaren Wissen darum, dass man nicht nichts sagen muss, es geht nicht um die Materie, sondern um das Nicht. Diese Funktion der nachhaltigen Fragestellung, der kritischen Fragestellung, bis hin zu dem Eingeständnis derer, die man beraten soll, dass sie nicht wissen, ist nach wie vor die besondere Aufgabe der Wissenschaft. Ob wir dann sagen könnten, dass wir wissen, das können wir von Platon lernen, beziehungsweise vor allen Dingen von Sokrates, das werden wir auch nicht behaupten können. Aber wir werden die Möglichkeiten schaffen, an denen Gesellschaften etwas ausprobieren können. Man kann es ganz trivial so ausdrücken, wie ich das in den Anführungsvorlesungen mache, wenn ich gefragt werde, wozu denn Soziologie? Was entwerft ihr denn da? Kann man nur immer sagen, das Vergangene können wir nicht mehr beherrschen, das Zukünftige noch nicht. Über die Gegenwart wissen wir diagnostisch noch nicht sehr gut Bescheid. Das müssen wir alles noch machen, falls uns das gelingt. Aber was wir in jedem Fall sagen können, ist, es gibt so etwas wie eine Möglichkeit, die Kinder, die auf den Brunnen zulaufen, daran zu hindern, in den Brunnen zu fallen, dadurch, dass man ihnen Wege zeigt, die nicht ausschließlich zum Brunnen, also in den geschlossenen Diskurs führen, sondern auch andere Diskursmöglichkeiten offen lassen. Damit bin ich am Ende und mir geht es ein bisschen so wie dir, lieber Wolfgang. Ich hatte auch immer das Gefühl, als ich hier dran saß, wie bei Fido, ich schwimme auf diesen Ball zu. Ja? Ich hoffe, ich erreiche ihn auch. Dankeschön. Ja, lieber Hans-Georg, selbst wenn die Verbindung zu den Göttern von der Wissenschaft aus gekappt ist, die Kirche hat durch das Glockengeläut deine Thesen bestätigt. Wir haben noch eine Diskussionsrunde mit den beiden Referenten und ich würde Sie bitten, noch mal auf dem Sofa Platz zu nehmen und für eine Diskussion der Beiträge, die ja auch in eine Abschlussdiskussion einmünden kann. Ja, wer möchte gerne kommentieren, wer möchte eine erste Frage stellen. Frau Klagge? Dann Sie, ja. Vielleicht weniger eine Frage, als erstmal auch wieder ein Dankeschön, vor allem so zum Ende hin. Es war ja doch ein langer Nachmittag, diese beiden engagierten Vorträge. Das hat mir sehr gut gefallen. Beide waren ja sehr unterschiedlich auf ihre Art. Vielleicht doch eine Frage an Herrn Söffner. Also vor langer, langer Zeit habe ich mal von Max Weber Politik als Beruf gelesen. Und ich meine, dass da die Begriffe Leidenschaft und Verantwortung drin vorkommen. Und die, finde ich, charakterisieren ja auch Ihren Vortrag sehr gut. Aber Sie haben sie gar nicht verwendet. Welche Rolle würden die spielen in Ihrem Konzept von Wissenschaft als Lebensform? Eine ganz zentrale. Also bei Weber, nur erspare ich mir also das Webersche Pathos. Er ist nur wirklich ein großer Pathetiker dagegen. Kann ich gar nicht anreden, will ich auch gar nicht, das entspreche auch gar nicht meinem Temperament. Aber bei ihm heißt es tatsächlich, wer nicht den eigenen Dämon gefunden hat, der ihn zur Wissenschaft führt, zu dieser wissenschaftlichen Haltung, der ist für die Wissenschaft nicht geeignet. Und eine ähnliche Formulierung findet sich bei der Politik, wo allerdings dann nochmal die beiden Unterscheidungen zwischen Gesinnungs- und Verantwortungsethik macht. Aber es ist klar, dass da ohne Leidenschaft nicht gehandelt werden kann. Und er macht auch sehr deutlich, der Politiker muss handeln. Und Weber drückt das sehr klar aus. Er weiß nicht, ob das, was er als Handlung ausführen muss, im Zwang hinterher richtig oder falsch ist. Und da steht der schöne Satz auch bei Weber, und keine Ethik der Welt könnte ihm behilflich sein im nachträglichen Legitimieren dessen, was er gemacht hat, wenn die Handlung falsch gelaufen ist. Keine Ethik der Welt, das ist richtig. Das ist Goethe in Weberscher Sicht. Der Handelnde hat kein Gewissen. Der Betrachtende, der später, der hat eins. Aber dann ist die Handlung vorbei. Das ist bei Weber sehr klar. Ja. Bitte schön. Ja, Entschuldigung. Was mir nochmal auffiel, war, dass ich glaube besonders im Beitrag von Herrn Schneidewind ein Menschenbild im Sinne eines Bildes des Wissenschaftlers
gemalt wurde, das quasi so tut, als ob der Wissenschaftler kein Teil der Zivilgesellschaft wäre. Also, und was mich gewundert hat, ist, warum ist hier nicht der große Aufschrei zu hören gewesen? Also sind wir vielleicht nicht Mitglieder in der Kirche, sind wir vielleicht nicht im Hochschulverband, andere in der Gewerkschaft, haben wir vielleicht keine Kinder und Interessen, dass die Welt nachhaltig organisiert wird? Sind wir als Wissenschaftler völlig verantwortungslos in unserem Tun als Wissenschaftler und berufen uns dann auf unseren Lehrstuhl und unser Berufsbeamtentum, weil wir es uns leisten können? Also ich glaube, vieles dieser Diskussion, die wir schon gehört haben, und das schließt ja eigentlich sehr schön an das an, was Sie gesagt haben, dreht sich eigentlich um ein seltsames Bild, das scheinbar die Zivilgesellschaft von dem Wissenschaftler hat. Ich will vielleicht noch ein bisschen Selbstkritik, also als Kritik an unserer Universität anhängen. Wir haben ein Institut, das sich mit ethischen Fragen in der Wissenschaft beschäftigt. Ja, und das sind Juristen dort, das sind Theologen und die reden dann über Stammzellforschung und rufen vielleicht mal jemand an, der Stammzellbiologie macht. Warum? Also könnten nicht, um das noch auszubauen, warum sitzen eigentlich nicht die Biochemiker und die Astrophysiker bei den Theologen und erklären denen die Welt? Und vielleicht, weil wir nicht glauben, die Welt erklären zu können. Aber wie kommt es, dass wir praktisch so einen großen Zweifel an der menschlichen Integrität von Wissenschaftlern haben, dass wir glauben, dadurch, dass wir jemand, der in einem Gremium sitzt, aus der Kirche, aus der Gewerkschaft und so weiter, dass der dann so toll ethische Argumente formulieren kann und in die Diskussion einbringen, wozu ein Wissenschaftler nicht in der Lage ist. Also die Frage zum Institut für Wissenschaft und Ethik, die gebe ich dann mal an Herrn Sturmer weiter, der soll das mit Ihnen diskutieren. Ich weiß, es ist vielfach vernetzt, aber das können wir jetzt an dieser Stelle vielleicht nicht im Einzelnen entfalten, weil auch Herr Sturmer dazu antworten müsste. Aber ich würde gerne Ihre Frage nochmal weiterspiegeln, die war eine Frage an Herrn Schneidewind, aber eine Frage weiterspiegeln, bevor ich Herrn Kischkel das Wort gebe, an Herrn Jarren, die dann nämlich zusammenhängt, und zwar die Frage, wie Sie das einschätzen, und Herr Schneidewind mag auch was dazu sagen, ob die Frage, zivilgesellschaftliche Akteure jetzt stärker ins Spiel zu bringen als vorher, auch damit zusammenhängen mag, dass die Öffentlichkeitsstruktur sich dramatisch verändert hat. Das heißt also, diese Diskussionen, die im Rahmen einer aufklärerisch ausgerichteten, nach einem nordamerikanisch aufklärerischen Modell, westeuropäischen Modell, transatlantischen Modell, lange funktionierenden Öffentlichkeitsstruktur mit bestimmten zentralen Zeitschriften in der Mitte, dass genau diese Struktur einer Öffentlichkeit sich systematisch verändert hat und eine zivilgesellschaftliche Diskussion genau in diese Lücke hineintritt. Das wäre eine Frage, die man systematisch mal verfolgen müsste, aus meiner Sicht jedenfalls. Aus meiner Sicht eine sehr spannende Frage, die aber mit vielem anderen zusammenhängt, mit der kompletten Umwandlung auch unserer Diskussionskultur und vielen anderen Dingen. Ich darf das einfach erwähnen, weil gerade heute die Nachricht über den Ticker lief, dass einer unserer gemeinsamen Wegbegleiter, Hans-Ulrich Wähler, nämlich verstorben ist, der paradigmatisch für solche Zusammenhänge gestanden hat und auch andere auch. Also das treibt mich so ein bisschen um, die Frage, wie die Veränderung unserer Öffentlichkeitskultur zusammenhängt mit dem Aufkommen dieser Zivilgesellschaftsdiskussion. Das kann man sich ja fragen. Und ein ganz kleiner Hinweis, weil Hans-Georg Söffner versucht hat, auf den Elfenbeinturm einzugehen. Es gibt einen sehr schönen Aufsatz des ehemaligen Präsidenten des DRD, Herrn Berchem, dazu, dass der Elfenbeinturm aus dem Holy Salomons stammt und den schönen Hals einer Frau betrifft. Und das sollte man niemals vergessen, wenn man sozusagen versucht, den Elfenbeinturm schlecht zu machen. Also das hat auch Gender-Aspekte, aber das ist eine andere Frage, vielleicht so. Also da haben Sie sicher recht. Es hat, glaube ich, mit dem Wandel im intermediären Gefüge der Gesellschaft insgesamt zu tun, dass sozusagen dieses eher kooperatistische Modell, was stark elitistisch war und sehr stark formal Strukturen hat und stark natürlich oben unten. Und da unten oben sozusagen so als die klassische Verkehrsform, das ist natürlich nicht mehr so existent und schwächer geworden, Parteien, Kirchen etc. Die Verbindung in den klassischen Diskursen,
und dann der relative Ausfall jetzt natürlich der allgemeinen Massenmedien, in diesem Sinne der Qualitätsmedien, als besondere Beobachter und Vermittler. Das wird meines Erachtens in der Tat zum Problem führen, das sehen wir auch in der Schweiz, dass die Frage gestellt wird, wer finanziert eigentlich Kulturleistungen zu welchen Preisen, wer finanziert eigentlich Wissenschaftsdinge zu welchen Preisen. Das wird sich logischerweise verändern, solange sozusagen diese institutionelle Beobachtung, diese Wechselseitigkeit, die man als kulturelle Rahmung ja auch begreifen konnte, als institutionelle Gemeinsamkeit, wenn das in Frage gestellt wird. Das ist so. Und das verändert die Vermittlungsprozesse, an denen die Hochschulen oder andere ja auch schon mitspielen und zunehmend eigensinnige Akteure werden, die Public Relations betreiben und nicht mehr nur vermittelnd als Intermediäre agieren. Also diese Verschiebung betrifft ja das Wissenschaftssystem in seiner inneren Kommunikation, wie natürlich gerade in der Schnittstelle nach außen hin schon deutlich. Ich hatte jetzt Herrn Kischkel als nächstes. Herr Kischkel ist Kanzler der Wuppertaler Universität. Ich würde gerne auf die Unterscheidung zwischen Wissenschaft und Universität zurückkommen. Rudolf Stichwie hatte das am Anfang hervorgehoben, dass man beides unterscheiden muss, vielleicht auch um Zusammenhänge zwischen beidem zu finden. Und ich greife zurück auf die Debatte über dieses Hochschulgesetz in NRW. Das hat mich natürlich jetzt 2 Jahre lang geprägt. Und in den letzten Zügen dieser Debatte war es ein listiges Argument einiger Abgeordneten im Parlament zu sagen, die Wissenschaftsfreiheit bleibt gewahrt, gemach. Wir wollen ja nur die Universitäten im Bereich ihrer staatlichen Aufgaben enger in die Führung des Landes nehmen. Deswegen, daran knüpft sich meine Frage, ist aus Ihrer Sicht tatsächlich in den Universitäten der Möglichkeitsraum zu schaffen und zu schützen, von dem Peter Strohschneider gesprochen hat, wenn die Universitäten ihn in der Gesellschaft selber nicht haben? Also kann man eine staatlich gelenkte, geführte, direkt gesteuerte Universität sich vorstellen und dennoch der Vorstellung Glauben schenken, dass in diesen Universitäten genau die Art Wissenschaft betrieben kann, wie sie braucht, um gut zu sein? In der Frage liegt ein bisschen eine Antwort, aber ich bin zum Fragen und nicht zum Antworten. Vielen Dank. Bei meiner Texttüre, und ich habe das sehr breit mir angeschaut, habe ich den Eindruck, da entsteht so ein Vorbild oder eine Vorstellung von einer angestellten Universität, wo man Angestellte hat, wo man auf Fairness, Gerechtigkeit und Gesundheit achten muss. Unbestritten, dass man das tun soll. Ich glaube, das wird keiner in Frage stellen. Aber wenn man schaut, wie die Begründungsfiguren teilweise sind, hat man den Eindruck, dass da sich eine bestimmte Grundvorstellung, ich würde mal sagen, die Angestellten-Universität, dann durchsetzt, die dann mit anderen Dingen und über den restlichen Bereich Personal und Gesundheit wird sozusagen eigentlich auch der Kern der Wissenschaft mit betroffen. Herr Strohschneider? Also vielleicht kann ich dazu einfach, dass wir kennen uns ja noch aus DFG-Zeiten, sagen, die Drittmittelforschung, die ich über die vielen Jahre betrieben habe und noch betreibe, das war der Freiraum, den die Universitäten noch bieten. Und das ist nach wie vor der Freiraum. Das wird immer schwieriger, weil es immer stärker verbeamtet wird, die Rechenschaftspflichten immer größer werden, die Rahmenbedingungen schlechter werden, das muss ich nicht alles aufzählen. Aber nach wie vor gilt, dass diese Art und Weise der Alimentierung einer eigenen Fragestellung durch eine unabhängige Organisation, in diesem Fall die DFG, das könnte aber auch eben die VW-Stiftung ähnlich, in Teilen, weil schon viel zweckgebundener, die Mercator-Stiftung auch, aber das ist der Freiraum, den die Universitäten bieten. Und ich kann nur sagen, wenn es den nicht gäbe, gäbe es auch keinen Grund mehr, die Wissenschaft tatsächlich an den Universitäten anzusiedeln. Herr Strohschneider als nächstes. Ich muss jetzt doch etwas zu diesem Gesetz sagen, nämlich die Beobachtung, dass es ja einen Titel hat und dass es genauso heißt wie das vorangegangene Gesetz, mit dem einzigen Unterschied, dass die Zukunft durch die Freiheit substituiert worden ist. Und es will mir so scheinen, nein, andersherum, dass die Freiheit durch die Zukunft substituiert wird. Politisch werden sie so verkauft. Und es gibt ein wunderbares Buch von Marie-Therese Vögen über das Lied vom Gesetz, das genau über solche Problemsemantiken geht. Dazu wollte ich aber eigentlich überhaupt nichts sagen. Ich wollte eine Bemerkung machen zu der Asymmetriebeobachtung, die Sie in den Ethikräten oder in den Ausschüssen machen. Ich glaube, das ist eine Asymmetrie zwischen Laien und Experten.
Und Herr Stichwehr hat in seinem Vortrag ja beschrieben, wie das System ethischer Reflexion sozusagen eins ist, an das Wissenschaft in unserer Gegenwart in besonders intensiver Weise angekoppelt ist und dass, wenn man so weiterredet, funktional differenzierte Systeme immer mit solchen Asymmetrien zu tun haben. Dass man sich fragt, warum, also die Laien werden sozusagen moralisiert, also das war ihr Argument, wir sind doch auch sozusagen so moralisch. Der Punkt ist aber, dass es eine professionalisierte Reflexion auf solche ethischen Probleme gibt und die wird da in Anspruch genommen und in anderen Zusammenhängen ist es völlig anders. Also über, sagen wir mal, Hochschulentwicklung wird im Wesentlichen nicht von Organisationssoziologen oder Wissenschaftssoziologen gesprochen, sondern von Leuten, die zum größten Teil Naturwissenschaftler sind. Obwohl es sich vor allem ja um die soziale Seite des Systems handelt und nicht um die natürliche Seite dieser Zusammenhänge. Also es gibt diese systematischen Asymmetrien von Laien und Expertenrollen, die sozusagen ganz kompliziert sind in der Selbststeuerung des Wissenschaftssystems. Aber eigentlich wollte ich eine Bemerkung machen zu den Mittel-Zweck-Verhältnissen und gewissermaßen die Frage, die jetzt vielfach diskutiert worden ist an dem Science-Policy-Interface, an dieser Frage, wie schalten diese beiden, was passiert an der Grenzfläche in den Kommunikationen oder in den Austauschbeziehungen zwischen diesen Systemen. Ich glaube, die sind ganz charakteristisch dadurch gekennzeichnet, dass Mittel- und Zweckrelationen immer vertauscht werden. Das, was sozusagen für die Wissenschaft ein Zweck ist, ist für die Politik allenfalls ein Mittel und vice versa. Und zu der Frage, was ist die Politik der Wissenschaft, gehört, glaube ich, entscheidend, das zu kapieren, dass sozusagen etwas, was ich im Wissenschaftssystem als Mittel für etwas anderes, also ich nehme mal Diversity, Diversity ist in der Perspektive des Wissenschaftssystems ein Mittel zum Zweck sozusagen der Produktion oder der Ermöglichung intellektueller Vielfalt. Sobald sie in ein politisches Programm transformiert wird, ist völlig wurscht, was für eine Art von intellektueller Vielfalt sich womöglich als Effekt von Diversity herausstellen mag am Ende. Es kommt darauf an, dass das politische Programm indikatorbasiert als erfolgreich ausgewiesen werden kann. Und diese Umschaltung inzwischen an dieser Schnittstelle von Wissenschaft und Politik sind sozusagen konstitutiv und produzieren pausenlos diese schrecklichen Missverständnisse. Also nicht nur Missverständnisse, sondern auch tatsächlich reale Konflikte können sich darin kamuflieren, aber eben auch Missverständnisse. Wir nehmen vielleicht noch ein, zwei Kombinationen, wenn ich darf. Ja. Mein Name ist Kramer, ich war die letzten 7 Jahre Geschäftsführer der Deutsch-Französischen Gesellschaft Wissenschaft und Technologie und davor lange Zeit im Bundesforschungsministerium, habe also mit großem Genuss die Beiträge gehört. Herzlichen Dank. Ich freue mich, in diesem Land zu leben, denn wir gucken nach Frankreich, wo es diese Probleme gibt mit den Grandes Écoles, wo das Wissen eben nicht in dieser Weise, vor allen Dingen, was wir gelernt haben von Herrn Wicker, das Denken nicht so vermittelt wird wie hier. Insofern also erstmal Glückwunsch, wir leben in einem gesunden System hier. Nun nochmal die Frage Wissenschaft und Politik doch. Wir sind alle aufgeschreckt worden von Harvey Brooks in den 70er Jahren, der den großen Bericht für die OECD damals geschrieben hatte, wo die OECD mit großen Ängsten in ihren Gremien diskutiert hatte, wo geht es denn hin mit der Weltbevölkerung, wie ernähren wir 10 Milliarden Menschen, was geschieht mit Nachhaltigkeit, wie kommen wir mit Biologie zurecht. Harvey Brooks war eigentlich der Startpunkt in diese Richtung. Und das haben wir uns alle sehr zu Herzen. Das war Pflichtlektüre im BMWF. Jeder musste es gelesen haben. Und wir warteten nicht, wenn wir Fördergelder vergeben hatten, darauf, dass irgendwo ein wunderbares Faktum nun kommt, was irgendwo in einem Element, in einem Puzzlestein darstellt, dass wir irgendwo auf dem richtigen Weg sind, sondern das Orientierungswissen. Das war das Wesentliche, was wir brauchten, um die Fördergelder einigermaßen sinnvoll, so glaubten wir jedenfalls damals, platzieren zu können. Ich wollte noch ein Wort sagen zu den vielleicht zu Recht kritisierten Helmholtz-Gesellschaften und Fraunhofer, wie sie alle heißen. Sie haben trotzdem den Schlüssel in der Hand. Das Promotionsrecht ist nur bei Ihnen. Und Sie sind die Hüter dieser Wissenschaft. Und die Ordinarien in diesen Helmholtz-Gesellschaften und Fraunhofer überall, die brauchen Sie natürlich. Und das ist ein wichtiges Element in Deutschland. Daran sollten wir unbedingt festhalten. Wenn das alles schief geht mit Harvey Brooks, wir haben zum Glück auch von der Wissenschaft gelernt, unser Planetensystem wird auch ohne Menschen weiterleben können. Also wenn es schief geht, haben wir Pech gehabt. Aber wir arbeiten alle daran, dass es nicht schief geht. Schönen Dank. Wollen Sie kommentieren oder soll ich noch zwei Worte sagen? Ja. Dann habe ich jetzt noch abschließend Herrn Schneidewind und Herrn Rohr. Herr
Sie haben mir eben gerade aus dem Herzen gesprochen, weil das, was Sie dort als Bild gezeichnet haben, das ist ja das, was der Dieter Gosewinkel so als das Citizen Science Ship von Wissenschaftlern beschrieben hat. Ne? Also Wissenschaftler, die sich dazu bekennen, dass sie in Gesellschaft verankert sind, die sich in dieser Rolle und diesem Brückenbau noch einbringen. Die Herausforderung ist eben einfach, dass wir das heute viel zu selten haben, dass es für viele Wissenschaftler ja sogar eher schwierig ist, zu sagen, dass man aktiv in der Kirchengemeinde ist oder vielleicht zu sagen, dass man in der politischen Partei aktiv ist. Ne? Also damit grenzt man sich ja sofort aus. Ich glaube, wenn wir mehr Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hätten, die diese Verankerung in unterschiedlichen Teilsystemen auch aktiv spielen und übersetzen, dann würden wir viele dieser Diskussionen gar nicht führen müssen. Und Herr Söffner, Sie haben mir natürlich auch aus dem Herzen gesprochen, ich habe mir hier nochmal notiert, Entmythologisierung von Weltanschauung, ne? Diese Methodologisierung des Zweifels, das Freisetzen von Denkräumen. Die Diskussion entspannt sich ja gerade mit Blick auf die Disziplinen, in denen das so komplett einzuschlafen scheint. Ne? Eine Ökonomie, ne? Die sich überhaupt nicht mehr irgendwelchen alternativen Entwürfen öffnet. Eine Betriebswirtschaftslehre, die sich komplett funktionalisiert hat. Technikwissenschaften, die im Wesentlichen so funktionalisiert sind. Also wo man genau das sich wünschen würde. Ne? Das Auftun von Freiräumen, das Denken des Anderen, das Methodologisieren des Kritischen. Und da würde mich als Frage einfach interessieren, wie gehe ich in Fächern um, in denen diese Haltung des Wissenschaftlers, die wir uns gerade wünschen würden, auch aus einer gesellschaftlichen Perspektive, wo die komplett verkümmert ist. Also wie kann das gelingen, das wieder aufzubrechen, wenn man eben sieht, die Organisationsformen dieser Disziplinen selbst sind anscheinend überhaupt nicht mehr in der Lage des Aufbruchs, sondern kapseln sich zum Teil sehr viel stärker davon ab. Also das ist sozusagen der Punkt, wie geht man eigentlich damit um, wo die Haltung des Wissenschaftlers überhaupt nicht mehr zu erkennen ist. Bitte? Ja, zum Beispiel, also die Frage, wie geht Politik damit um? Wie geht, also zurzeit geht ja Politik und Zivilgesellschaft damit um, indem sie eben diese erkannten Defizite versucht, Sie haben es ja deutlich gemacht, wenn das System überhaupt nicht reagiert, dann versuche ich noch. Und wie geht Wissenschaft damit um? Also sagen, die Disziplinen selber gehen ja mit diesem Thema derzeit kaum um. Und die These ist, sie werden sich nicht selbst aus diesem Schopf herausziehen. Also wenn ich mit Ökonomen, teilweise Betriebswirten diskutiere, dann erschüttert einen das, wie jeglicher Anspruch, diese formkritischen Denks möglich zu machen, abgewehrt wird. Ne? Und, Darf ich da intervenieren? Ja, ich habe in meinen Ausschüssen lauter Rational Choice Theoretiker, die plötzlich sagen, wir brauchen mehr historische Sonderforschungsbereiche, weil wir so festgefahren sind, wir brauchen neues Wissen. Da können wir jetzt eine lange Diskussion. Und das ist ein Jahr. Also das ist ja mal gerade 15. Schauen Sie sich an, ob es einen Postwachstumstheoretiker gibt, der die Chance hätte, an einer ökonomischen Fakultät berufen zu werden. Dieses bisschen disziplinäre Öffnen, dass die Homo economicus-Annahmen durch eine intelligente psychologische Forschung erweitert werden müssen, ist das doch klar, dass doch Interdisziplinarität auf einem einfachen Niveau, wirklich heterodoxe Gedanken, Ökonomie anders zu denken, in die Wo haben Sie die? Es wird doch gar nicht bestritten, dass Ökonomie eine im Wesentlichen sehr gemainstreamte Wissenschaft ist. Die Frage ist, ob der gesellschaftliche Durchgriff in seinen Lateraleffekten nicht viel schrecklicher ist als das, was die so weiter macht. Das ist ja genau die Frage. Ne? Also darum, wie geht man mit so einer Situation? Genau. Wie geht Wissenschaft, wie geht Politik mit so einer Situation? Genau das ist die Frage. Hans-Georg Söffner wird das jetzt beantworten. Vielen Dank, ja. Nein, also wenn man es sich nochmal ansieht, was war denn früher so ein Element der Selbstkorrektur in den Wissenschaften? Darauf ziehen Sie ja ab. Die Gelehrtenrepubliken, die es ja gab und die interessanterweise im Feudalismus ja nochmal richtig eingerichtet wurden, wir haben ja darüber auch diskutiert bei der Bayerischen Akademie, die waren so sortiert, dass von den Fürsten zum Teil oder durch Selbstorganisation, dass Transdisziplinarität, wie wir das heute nennen, eigentlich standardmäßig dazugehörte zu einer solchen Republik. Man lud die ein, die am besten waren, holte sie von verschiedenen Orten zusammen und die korrigierten sich wechselseitig. Die verbeamtete Universität, und das ist ja einer der großen Fehler, die gestattet es, ich war in mehreren Rektoraten tätig, die gestattet es, dass man Enklaven bildet, die keine Selbstkorrekturen mehr zulassen. Und wenn nicht auf der formalen Ebene durch Berufungsverfahren dafür gesorgt wird, dass dort aufgebrochen wird, dann ist in den neueren Zeiten durch gemeinsame Studiengänge ein gewisses Maß an Aufbruch da. Aber Sie haben insofern recht, ich habe mit Betriebswirten immer wieder zusammen prüfen müssen, es ist wirklich erschütternd, wie geschlossen ein solches Fach
sich organisieren kann. Aber auch da war zum Beispiel die Unterbringung in Konstanz der Betriebswirte oder der sogenannten Managementlehre in der gleichen Fakultät wie mit dem Politologen und anderen der Zwang dazu da, zu kooperieren. Und dadurch, dass man das nicht zugelassen hat, auch Konstanzer Politik, dass ein ganzes Fach durchbesetzt wurde mit allen Professuren, sondern man so besetzt hat, dass die immer kooperieren mussten, ist ein gewisser Zwang entstanden. Schlachtschiffe wie die Bonner Universität, die haben es da schwer. Da gibt es Fakultäten, die können sich über Jahre, sagen wir mal, in den Torpedoräumen verschließen. Wir haben Gott sei Dank keine Betriebswirte, lieber Hans-Georg Söffner. Insofern ist das für mich eine nicht aktuelle Diskussion. Aber Klammer auf, Klammer zu. Jetzt habe ich noch Wolfgang Rohr und dann gucken wir mal, ob wir das als Schlusswort werten können, die Antworten, oder ob wir noch einen weiteren Aspekt hinzufügen sollten. Nee, es soll kein Schlusswort werden, aber doch eine Frage, die mich irgendwie ein bisschen alarmiert, und ich will sie an Herrn Jahren vielleicht weiterleiten. Sie haben gezeigt, wie dieses von uns hier im Land ja als politisches Projekt wahrgenommene Hochschulreform in der Kommunikation eigentlich kein politisches Projekt ist, sondern eines ist, was mit Öffentlichkeit und Gesellschaft argumentiert, gar nicht so sehr, wie Sie gesagt haben, mit einer politischen Argumentation, mit einem politischen Standpunkt einherkommt. Das erinnert mich an das, was Peter Strohschneider im Blick auf die transdisziplinäre Wissenschaft gesagt hat, die eine Atrophie des Politischen betreibt und etwas, was als politisches Projekt, große Transformation allenfalls, verhandelbar wäre, betrieben wird als etwas, was sozusagen schon gesetzt und irgendwie bewiesen gut und durchgesetzt werden kann. Meine Frage ist, was ist der Grund für diese Entpolitisierung? Was ist aus Ihrer Sicht jetzt als Kommunikationswissenschaftler eine Möglichkeit, zu einer Repolitisierung zu kommen, das so zu benennen, wie es verhandelt werden müsste, nämlich als ein politisch, auch ein politisch dann bestreitbares Projekt? Das ist überhaupt eine Beobachtung, die mir jetzt zum ersten Mal kommt, vielleicht gar nicht sein soll, sondern eines ist, was so selbstverständlich auch wieder einherkommt, dass es gar nicht als von einem anderen politischen Standpunkt her Bezweifelbares überhaupt sich zu erkennen gäbe. Ich weiß nicht, ob man das so einfach beantworten kann. Das ist schon eine knifflige Frage, Herr Rohr. Auffällig ist, wenn man das Forschungsprogramm des Landes anschaut, dass es auf der einen Seite sich einschließt in die EU und die Bundesförderung, auf der anderen Seite Unterschiede markieren will. Und das tut es dann auch. Aber diese Unterschiede sind eigentlich dann in Bereichen oder Feldern, wo man eher Leitmärkte von politischer Rhetorik dann sprechen müsste. Was ist denn ein Leitmarkt? Also jedenfalls gibt es scheinbar die Notwendigkeit, sich politisch zu unterscheiden auf einer bestimmten Ebene, Land, und dann versucht man in der Rhetorik es umzusetzen. Auch in der Begründung zum Gesetz findet sich sehr viel Rhetorik. Die Mehrzahl der Dinge sind gar nicht durchsetzbar, die sind ja gar nicht machbar. Die Vergabe von Lehraufträgen nach irgendwelchen Gerechtigkeitskriterien etc. etc. Vielleicht gibt es auch noch andere Kriterien, die sinnvoll sind. Die Umsetzbarkeit ist, glaube ich, gar nicht gegeben. Wenn man Gesetz anschaut und die Begründung im Referendenentwurf, dazu würde ich sagen, ist sehr viel Rhetorik hin, die scheinbar darauf abzielt, Unterschiede zu finden. Ich würde gerne noch mal auf Herrn Schneidewind kommen. Die Freiräume werden natürlich auch beschränkt durch die politische Vorgabe der Akkreditierung. Wenn sie sich akkreditieren lassen müssen, und das sind faktisch alle wirtschaftlichen Fakultäten, sind übrigens auch nach amerikanischen Standards zertifiziert und akkreditiert, dann haben sie natürlich gewisse Logiken, die sie drin haben, wenn sie Business Schools und andere aufbauen. Da kann man aber nur raus, wenn man sich bekennt zur Qualitätssicherung als Universität, ohne sich der Akkreditierung zwingend zu unterwerfen, was dann mit dem sogenannten Begriff der Qualitätssicherung natürlich kommt. Das kenne ich an unserem Beispiel auch und ich kenne dann die Vergleiche. Das führt zu Imitation. Aber wir sind gerade dabei, nicht nur in der Wirtschaftswissenschaft, sondern in anderen Bereichen auch Imitationen sozusagen zu erzeugen, weil es immer besser ist, einer Liga beizutreten, gewisse Standards zu akzeptieren und dann zu imitieren. Weil die Peers können sie nur aus dieser Liga wiederbekommen und die bestätigen, dass sie auf dem richtigen Weg sind. Also das ist aber politisch induziert. Warum gibt es Akkreditierung? Warum gibt es Studienprogrammakkreditierung, Reakkreditierung? Und warum? Das ist ein ganzer Markt, der weil entstanden ist, der natürlich politisch gesteuert ist und meines Erachtens zu diesen Formen von Anpassung führt. Und daneben gibt es eine Rhetorik, die aber völlig unabhängig ist von diesen Prozessen. Kein Schlusswort, aber eine Erinnerung an die Unterscheidung, die du gemacht hast zwischen Politik und dem Politischen, was Peter gesagt hat. Und das geht auf das auch zurück, was Sie vorhin gefragt haben. Das Politische heißt die Fähigkeit in modernen Gesellschaften, pluralistischen Gesellschaften, die unterschiedlichen Rollen, Interessen, Machtansprüche
als solche zu begreifen und anzuerkennen. Das heißt, das ist etwas, was von uns als Staatsbürgern innerhalb solcher Gesellschaftsstrukturen automatisch verlangt wird. Und das ist nicht per se Politik, sondern es ist ein Wissen darum, was an Gegensätzen existiert und überwunden werden muss. Und dann erst taucht die Machtfrage auf als solche. Also dann tatsächlich die Frage, was kann wie durchgesetzt werden. Aber das scheint mir sehr entscheidend zu sein, dass diese Wahrnehmung, die von uns verlangt wird, eine plurale Wahrnehmung in solchen Gesellschaften, dass die gelernt und trainiert wird. Und dafür sind die Universitäten eigentlich viel zu spät, sondern das wird in der Sozialisation gelernt. Also die Verfügbarkeit von unterschiedlichen Rollenrepertoires, bis man dann da ist, wo wir dann später sind, mit der Chance zu spezialisieren, ohne damit gleichzeitig zu Fachidioten zu werden. Gut, dann würde ich vorschlagen, dass wir es ziemlich genau um 6:30, wie es auch geplant war, die Diskussion an dieser Stelle beenden. Ich würde nicht versuchen, sie zusammenzufassen. Ich würde auch nicht versuchen, aufgebrochene oder sich zu erkennen gebende Konflikte an dieser Stelle durch eine Metaposition zu bereinigen. Und ich tue dies, eins meiner Lieblingsbeispiele aufgreifend, um die mit einem Halbsatz von Peter Strohschneider schon leicht gescholtene Germanistik wieder zu rehabilitieren, indem ich daran erinnere, dass Ludwig Tieck in seiner Vorrede zu Reinhold Michael Reinhold Lenz Schriften eine Gesprächsrunde angesetzt hat, die sich heftig darüber stritt, was Goethe gemeint haben könnte. Und diese Diskussion fand kein Ende. Sie fand dann vielleicht ein Ende, oder sie hätte ein Ende finden können, wenn man akzeptiert hätte, was einer der Gesprächspartner dann auf einmal zu hören vermeinte, nämlich eine Stimme aus dem Himmel, die sagte, das hat Goethe gemeint. Was die Diskussion aber nicht beendete, sondern jetzt die Diskussion verlagerte in die Frage, wer diese Stimme im Himmel fingiert haben könnte. Und so laufen alle Diskussionen. Herzlichen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank für all unsere Referenten, dass Sie bei uns waren.